Die Cremeschnitten von Jörg Gadient sind über Arosa hinaus bekannt. Bis zu 120 Cremeschnitten produziert er pro Tag. Mit Blätterteig, in aufwendiger Handarbeit selber hergestellt. Der Konditor verrät, wie man seine Meisterwerke schön isst. Also am besten geht es sicher, wenn man sie nimmt. Dann tut man sie kippen auf dem Teller. Und dann so abschneiden, also abbrechen mit der Gabel. Gut. Mehl, Butter und Salzwasser braucht Jörg Gadient für seinen Blätterteig. Für Kassensturz arbeitet er mit kleinen Mengen. Dieser Teig reicht für 14 Cremeschnitten. Nach 30 Minuten Ruhe kommt die Butter in den Teig. Sie muss kühl sein, nicht zu hart und nicht zu weich. So kann er sie einarbeiten, tourieren, wie es im Fachjargon heißt. Der Bäcker muss seinen Teig 5-mal auf unterschiedliche Art falten und kühlen. So entstehen mehr und mehr Schichten. Also Schichten gibt es, wenn ich noch in der Lehre war, habe ich das noch im Kopf, etwa 2400 so Schichten, Butter, Teig, Butter am Schluss, wenn man vier doppelte, eine einfache gibt. Und es ist eben der physikalische Vorgang, der mit Wasserdampf schafft. Oder wenn der Butter heiß bekommt, gibt es Wasserdampf. Und dann hat es die Schichten, dann läuft es der Teig. Kassensturz lässt die 12 meistverkauften, industriell gefertigten Blätterteige testen. Auffallend, die Fertigprodukte enthalten kein einziges Gramm Butter, sondern pflanzliche Fette. Sie werden mit Palmöl hergestellt, meist in Kombination mit Rapsöl. Der Bäcker der Confiserie Bachmann bäckt die Teigstücke nach Packungsanleitung im Umluftbackofen der Backstube in Luzern. Nicht alle Teige gehen gleich auf. Sensoriker Patrick Zbinden überwacht die Degustation. Pro Probe erhalten 5 Experten je 2 Kissen. Die Expertenrunde besteht aus Carsten Rindom, qualitätsverantwortlicher Confiserie Bachmann. Walter Gurtner, Chef-Pâtissier Kfeller in Bern. Nomi Minoletti, ehemalige Schweizer Meisterin Bäcker-Lehrlinge. David Schmid, Geschäftsführer Schmid Beck Zunsken. Und Andreas Lehmann, Gründer von Biobeck Lehmann in Wiel, St. Gallen. Für die Profis ist klar, welche Eigenschaften ein perfekter Blätterteig haben muss. Ein guter Blätterteig für mich hat viele dünne, feine Schichten, hat einen schönen Ofentrieb, geht schön auf beim Backen, hat natürlich eine schöne Bräunung, goldgelbe Farbe, schöne Glanz und natürlich auch ein sehr ausgeprägter Aroma und satte Struktur. Also mal vom Geschmack her luftig und ein feines Aroma hat. Doch wie kommt Blätterteig ohne Butter mit Palmfett und Rapsöl bei der Jury an? Die Experten testen die Teigproben auf Duft, Textur, Aroma und Geschmack. Im Allgemeinen ist es schon eher, ist für mich ja, erschreckend gewesen. Wie es unangenehm im Gaumen war, es war kein Genuss mehr gewesen. Viele hatten sehr einen sauren Geschmack gehabt. Wahrscheinlich von Zugabe Zitronensäure, Ascorbinsäure, solche Sachen. Auch Fremdgeschmäcker habe ich rausgespürt, was natürlich nicht gerade zum Essen wirklich nicht angenehm ist. Auf dem letzten Platz der Blätterteig von Leisi, gekauft bei Spar. Und der Blätterteig von Prigaronti. Beiden gibt die Jury die Note 3,6. Abzüge gibt es, weil sie säuerlich, muffig und fettig schmecken. Auch ungenügend Betty Bossi von Coop. Dieser Teig schmeckt salzig, säuerlich, fettig. Note 3,7.
Genügend für den Blätterteig von Kern und Sammet, der teuerste Teig im Test, gekauft bei Globus. Auch dieser Teig schmeckt sauer. Die Jury stellt große Unterschiede fest. Einige Proben gehen regelmäßig auf. Andere bleiben etwas zu flach. Oder haben Löcher. Genügend für den Blätterteig von Denner. Und den Teig von M. Bütsche. Auch Note 4,2. Beide schmecken säuerlich. Der Teig von Naturaplan schmeckt fad und das Fett bleibt nach dem Verzehr im Mund kleben. Note 4,3. Auch der Teig von Microbio schmeckt säuerlich. Genügend für den Blätterteig von M. Classic. Kritik der Jury, das Fett bleibt im Gaumen. Zurück in der Backstube. Nach einer Nacht im Kühlschrank ist der Teig bereit für die nächsten Schritte. Der Bäcker wallt in Form. Und sticht Löcher, damit der Blätterteig regelmäßig aufgeht. Der Teig ist gelungen, die Platte luftig und schön gebacken. So viel Qualität können die Fertigprodukte im Test jedoch nicht bieten. Ein paar Produkte genügen den Ansprüchen der Jury teilweise. Ja, es hat ein, zwei drunter gehabt, die geschmacklich okay waren, die nicht sehr sauer waren, die auch keinen unangenehmen Fremdgeruch hatten. Die besten Blätterteige im Test sind der Teig von Spar. Chef Select von Lidl, Note 4,4. Testsieger ist der Maître Boulanger Blätterteig von Aldi, einer der günstigsten im Test, Note 4,6. Alle drei Produkte erhielten Abzüge, weil sie säuerlich schmecken. Die Basis für eine Cremeschnitte ist bereit. Noch Vanillecreme und Zuckerguss. Fertig ist die Köstlichkeit. Und wenn es euch jetzt gelust hat, doch einmal selber so einen Blätterteig probieren zu machen, dann findet ihr das Rezept von Jörg Gadient und seinem Teig bei uns auf der Internetseite. Zu den ungenügenden Produkten bei uns im Test gibt es noch Folgendes zu sagen. Zu dem, was Mauer am schlechtesten abgeschnitten hat, nämlich hier das leise Produkt von Nestlé. Da sagt Nestlé, sie passieren Teig regelmäßig den Kundenbedürfnis an und ihre Testpersonen haben diesen Teig als fein, knusprig und gut im Geschmack beurteilt. Und Gob sagt zu ihren Teigen, die ungenügend bei uns abgeschnitten haben, sie seien dran, die Rezepturen von ihren Blätterteigen zu überarbeiten und sie werden jetzt gerade die Testergebnisse von uns mit einbeziehen.